herzlich willkommen zum zweiten Video über die Fujifilm X10. Mittlerweile gibt es sehr viele wirklich ausgezeichnete Tutorials zur X10. Das Besondere dieser Kamera versteckt sich aber sowieso nicht in Menüs und irgendwelchen Daten, sondern hat eher etwas mit Gefühl und Freude am Fotografieren zu tun. Die Makrofotografie, wofür die Fujifilm eigentlich auch schon einen sehr guten Modus hat, den ich auch noch zeigen werde, die könnte man auch etwas vertiefen. Und zwar habe ich gedacht, mal schauen, was wir machen können aus diesem Ring. Wie viel holen wir da raus? Wie nah können wir ran? Und das wird unsere heutige Aufgabe sein. Schauen wir mal, was da die Fujifilm serienmäßig mitbringt und was wir noch sonst machen können. Serienmäßig hat die Kamera zwei Makromodi. Der eine Makromodus ist der normale Makromodus, wo man auf Entfernung schon ganz gut Dinge ranholen kann. Und der andere ist der Super-Makro-Modus, wo man bis auf 1 cm an die Objekte ran kann. Das ist sehr gut, natürlich. Die Aufnahmequalität ist auch hervorragend. Aber wir haben das Problem, dass sobald wir zu nah an das Objekt rangehen, je nachdem wie das Licht steht, bekommen wir Probleme mit der Beleuchtung. In diesem Fall ist es relativ gut ausgeleuchtet. Wir würden also keine Schattenbildung sehen, jedenfalls nicht zu stark. Und insofern könnten wir ein ganz gutes Foto machen. Besser wäre es aber, wir könnten ein klein wenig weiter weggehen vom Objekt und die gleiche Abbildungsvergrößerung haben. Und das wollen wir mal schauen, ob das machbar ist. Zu diesem Zweck habe ich mir, und nur zu diesem Zweck, habe ich mir diese Sonnenblende geholt, denn ich finde die ansonsten etwas unpraktisch. Denn ich finde es schön, wie klein die Kamera eigentlich ist, wie schmal sie baut und wie gut sie in die passende Tasche geht, die ich mir dazu geholt habe. Und ich möchte nicht jedes Mal diese Sonnenblende wieder abbauen und wieder einbauen. Außerdem hat sie den großen Nachteil, vielleicht kann man es erkennen, dass sie hier hinten, ich weiß nicht das Original, aber auch selbst der Nachbau hier, hat hier hinten diese Aussparungen, wo von hinten unter Umständen Licht durchfallen kann. Und wenn man dann eine Linse vorne dran hat, sich darin reflektieren kann und zu unschönen Reflexen im Bild führen kann. Man kann das natürlich auch nachträglich noch abdichten, aber ist ja eigentlich nicht Sinn der Sache. Ich habe mir die nur geholt, um etwas anderes damit zu machen. Und das werde ich euch jetzt zeigen. Also, wir schrauben es hier auf. Das passt wunderbar. Und dadurch haben wir einen etwas größeren Durchmesser und ich kann zu meiner geliebten Rhinox DCR 250 kommen. Diese Vorsatzlinse bietet uns eine ordentliche Vergrößerung. Und das werden wir jetzt mal machen. Die funktioniert nämlich so, ich habe das in einem anderen Video schon mal gezeigt, dass die einfach nur eingeklemmt wird. Mit Federn drückt es jetzt hier nach außen. Das heißt, diese kleinen Kanten, die hier sichtbar sind, die verklemmen sich praktisch hier drin und damit ist diese Linse vorgesetzt. Und mit dieser Ausrüstung, da lassen sich ganz gute Fotos machen. Ich zeige das jetzt mal als erstes am Beispiel dieses Ringes, wo ich ein paar Vergleichsfotos gleich machen werde und euch zeigen werde. Und anschließend war ich schon mal unterwegs damit und habe noch ein paar andere Aufnahmen gemacht. Thank you.
Hier seht ihr nun die beiden interessantesten letzten Aufnahmen im Vergleich. Rechts bei der Supermakroaufnahme ist die Spiegelung der Kamera auf dem Ring sehr gut zu erkennen. Oft gibt es hier auch aufgrund des geringen Abstandes gemeine Schattenbildung. In der 100% Ansicht kann man erkennen, dass die Schärfe der Aufnahme mit der DCR-250-Linse durchaus beachtlich ist. Bei der Supermakroaufnahme fällt auch in der vergrößerten Ansicht sofort die Spiegelung auf, die dem Bild aber durchaus etwas Besonderes verleiht. Geschmackssache eben. Bei der Schärfe kann man natürlich ein besseres Ergebnis erzielen, wenn man mit Selbstauslöser und fixiertem Objekt arbeitet. Bedenken ist natürlich, dass gerade im Aquariums- und Terrariumsbereich noch eine zusätzliche Scheibe dazwischen ist und deswegen die Ergebnisse sowieso nicht so sein können, wie man das normalerweise erwarten würde. Nun seht ihr gleich die Fotos, die im Supermakro-Modus entstanden sind. Als Übergang habe ich gerade mal einen direkten Vergleich, den ihr jetzt sehen könnt. Selbst sehen konntet, bringt der Supermakro-Modus der Kamera recht gute Ergebnisse. Die DCR-250-Linse kann man als sinnvolle Ergänzung für bestimmte Aufnahmesituationen sehen. Abschließend zeige ich euch noch ein paar bewegte Bilder, wie die Fotos aufgenommen mit der aufgesetzten DCR-250-Linse in einem Zoogeschäft durch die Aquarien- und Terrarienscheiben hindurch. Viel Spaß! Für einen Größenvergleich blende ich hier kurz den bekannten Ring unten ein. Alle Aufnahmen sind mit der gleichen Vergrößerung gefilmt worden wie dieser Ring.